Hallo und grüße euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich euch Vanilleburger zubereiten. Dazu brauche ich einmal einen guten Germteig. Dieser besteht aus Mehl, das ich gesiebt habe. Das ist ein glattes Mehl. Etwas Salz. Nicht zu viel. Die Schale einer Bio-Zitrone. Macht immer einen guten Geschmack. Vanillezucker. Einen Teil des Zuckers. Der andere Teil kommt nun zur Milch dazu. Die Milch habe ich etwas erwärmt. Und in diese Milch-Zuckermischung gebe ich noch einen halben Würfel einer frischen Germ dazu. Rühre die ordentlich durch. Ja, die Milch sollte in etwa 25-30 Grad haben, nicht zu warm werden lassen, sonst stirbt euch die Germ ab. Die anderen Zutaten spanne ich jetzt in einem Rührkessel, in einer Rührmaschine, gebe noch ein Ei dazu und verrühre das einmal. Und langsam füge ich jetzt die Milch, Germ- oder Hefemischung hinzu. Und die Butter gebe ich jetzt noch mit hinein. Die Butter ist weich, damit sie sich schön mit dem Teig verbinden kann. Bis sich der Teig dann gut vom Geschirrrand löst. So, nun beginnt sich auch der Teig schon zu lösen. Ein bisschen lassen wir es nur, in etwa 10 bis 15 Minuten sollte man das gut durchrühren, gut durchkneten sozusagen. So, nun lassen wir es gut sein. Er hat eine schöne Festigkeit schon, er zieht sich schon. Und jetzt werden wir den Teig zudecken und an einer warmen Stelle ganz einfach zum Gehen bringen. Ich nutze dafür den Backofen, den ich mir auf 30 Grad erwärmt habe. Und da drinnen lasse ich jetzt den Teig mindestens eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit werde ich mir auch meine Fülle zubereiten. Dafür brauche ich einen guten Vanillepudding. Die Milch werde ich jetzt einmal 2/3 verwenden und diese zum Kochen bringen. Zucker füge ich noch hinzu. Den zweiten Teil der Milch vermische ich jetzt mit dem Puddingpulver. Rühre dieses gut um. Nachdem ich auch noch ein bisschen Vanillezucker dazugegeben habe, rühre ich diese Mischung in die kochende Milch hinein und lasse diese einmal aufkochen. So, abdrehen, das reicht, damit es nicht anbrennt. Diesen fülle ich jetzt noch in die Rührmaschine ab und rühre diesen jetzt kalt. Zur weiteren Vorbereitung gehört kaltes Wasser, in das ich Gelatinblätter einweiche und mir Overs schlage. So, genug. Gelatinblätter werden nun ausgedrückt und erwärmt
zergehen lassen. So, das reicht. Schalten wir ab. Nicht zu heiß werden lassen. Ganz wichtig. Den geschlagenen Overs werde ich nun in die Puddingmasse mischen. Nochmals gut durchrühren. Und nun mache ich jetzt mit der Gelatine und der Creme einen Temperaturausgleich. Das heißt, ich nehme etwas aus der kühlen Masse und vermische das mit der Gelatine und gebe diese erst nachher in die große Masse dazu hinein, damit keine Klumpen entstehen. Nochmal gut durchrühren. Und die Masse können wir jetzt einmal kalt stellen. So, nach einer knappen Stunde schauen wir mal, wie unser Teig aufgegangen ist. Schaut schon sehr schön aus. Wir nehmen diesen auch jetzt schon heraus. Nun, die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Und den Teig herauskippen. Diesen nochmal gut durchkneten. Immer einklappen. Nun teile ich den Teig auf mehreren Stückerl. Wie die Größe dann ausschaut, ja, das könnt ihr machen, wie es wollt. Nun drehen wir schöne Kugeln. Und legen dieses auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und so werden wir eins nach dem anderen drehen. Schließen unten wäre auch eine gute Idee. Nun, das letzte werden wir jetzt noch fertig drehen. Gut, schauen wir mal. Nach einer, ich habe es jetzt ein bisschen länger drinnen lassen, ja, sind schon schön aufgegangen. Die nehmen wir jetzt einmal heraus und schalten den Backofen gleich auf 180 Grad, heiß Umluft. Die Gernburger streichen wir jetzt mit etwas Eigelb ein, um eine schöne Farbe zu erzielen. So, sind dann die 180 Grad erreicht, gehen wir die Burger auf mittlere Schiene. Gebe ganz gerne auch noch Wasser dazu hinein, ein bisschen eine Befeuchtung und jetzt lassen wir es bei 180 Grad backen. Nun, nach einer Viertelstunde haben wir es geschafft, riesig aufgegangen, also ich meine, du kennst es locker um die Hälfte noch verkleinern beim Teig teilen, aber ja, es sind halt große Burger. So, nun lassen wir es gut auskühlen und dann können wir es ja schon mit unserer Creme füllen. Damit das Abkühlen schneller vor sich geht, werden wir gleich einmal ein paar dieser Burger anschneiden.
Schaut wunderbar aus. So sind sie perfekt. Eine Garnitur kann ich mir schon mal vorbereiten. Heute nehme ich einmal Erdbeeren. Die gewaschen sind natürlich und nachher erst vom Grünen befreien. Heidelbeeren habe ich da noch. Die Creme werden wir jetzt noch einmal gut aufrühren, glatt rühren. Die Creme fülle ich nun in einen Dressiersack mit einer Sternhülle drinnen ab. Ja, langsam zieht sie auch schon an. Und nun kann man unsere Burger schön füllen. Mit den Früchten jetzt garnieren. Heidelbeeren noch dazu, genau. Und die Burger nun gut kalt stellen, kühl stellen, damit es also auch die Creme noch anziehen kann und dann kann man es genießen. Ja, ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen dieser wirklich wunderbaren Weltspeise. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos wieder. Ich habe eine Menge im Netz stehen. Über ein Abo oder einen Daumen hoch, hätte ich mich sehr freuen.